Ja, hallo und willkommen zurück. So, wir schalten erstmal auf Pause. Und ich will es einfach schon mal sagen, wir ziehen erstmal das Zeug hier alles komplett wieder raus. Und wir trennen das Gehege. Hilft ja nichts, ne? Okay, wie machen wir das? Wir machen das eh alles etwas anders. Dass wir hier auf den grünen Zweig kommen. Cool. Nee, das funktioniert so nicht. Wir werden das einfach in der Mitte. Einfach trennen. So nicht miteinander klar. Dahin. Zack. Okay. Haben wir jetzt erstmal eine Grenze gezogen. Okay. Wir haben jetzt erstmal eine Grenze gezogen. Jetzt. Ja, ja, gleich. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen irgendwie Zugang zu diesem Gehege bekommen. Wir können jetzt ganz stumpf sein und sagen, wir gehen jetzt. Machen das einfach so. Sollten ja beide ähnlich groß sein. 1300. 1700, das ist okay. Ich sage, hier machen wir die Springböcke rein. Und hier die Rothirsche. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Rothirsch. Verlegen kann ich auch noch nicht. Okay. Wir sind ja gerade noch nicht im Aktivmodus. Also hier Springmücke, da Rothirsche. So, wir machen. Wir bauen das jetzt mal um. So, Springmuck hier. Ne, erste Pflanzen. Zack. Das haben sie, das haben sie, das haben sie. Wir machen jetzt einfach mal so. Bisschen was für die Gäste. Haben wir. Hier noch ein bisschen Gemüse rein und dich, damit ihr euch austoben könnt. Okay. Und der Rothirsch. Rothirsch. Oh, ne, das war nicht geil. Bälle. Die haben wir, dich müssen wir noch. Haben wir jetzt auch. Vogelscheuche. Gut. Wir wollen ja eine maximale Erfolgsquote haben. Okay. Bevor es wieder groß Gejammer losgeht.
Zack. Kommt der Springbock? Aber da wird es liegen. Hier der Rothirsch. Die beiden. Der Rothirsch. Der Rothorsch. Gut, dann geht's los. Stell dir nicht so an. Sind doch nicht ein. So, dich. Verlegen. Dahin. Der Springbock. Zack. Sind alle perfekt getrennt. Gut. Strom. Oh, das passt. Wir bauen jetzt erstmal was für die Bildung. Nee. Ich. Das auskosten. Und hier oben. Springbock und hier ist der Rothirsch. Ja, das läuft. Rotierart. Oh, Springbock. Rothirsch. Springbock. Moment, die werden sich wahrscheinlich überschneiden, ne? Rothirsch. Okay. Strom. Dann setzen wir die Wegen. Und dich noch da. Hier gar nicht in die Bredouille kommen, dass wir das nochmal ändern müssen. Technikforschung. Yay. War das. Jetzt bräuchten wir noch Fortbewegungsmittel. Da müsste fast komplett machen, ne? Naja, dann. Auf geht's. Viel mehr Spaß. Zack. Wir müssen eh noch Tiere bauen. Hab mich komplett verarscht. Verarschen. Wieso kommst du hier? Regenbogen wird wieder auf Grundriss gestellt. Die Flieger kann das Gehege nicht erreichen. Arbeitsbereich. So. Hier ist entkommen. Mich verarschen? Okay. Machen wir mal auf 3 Meter. Ihr kleinen Schlingel. Okay, Sauberkeit, Home of Esel, okay. Jetzt hier noch was machen, ne? Das sieht so kahl aus. Okay.
Naja, haben wir das. Gut, was sagen denn meine Gäste? Der ganze Müll ist echt widerlich. Wo habe ich jetzt noch Müll? Negativer Einfluss. Hier. Der Rest ist... Was ist hier? Was ist hier? Was ist mit euch? Hier haben wir echt Müll, ne? Hier haben wir echt viel Müll. Haben wir denn irgendwie Verbrechen? Wir müssen den Müll schon wegschmeißen. Wie sieht es eigentlich mit meinen... eigentlich theoretisch den ganzen Zoo abdecken, ne? Machen wir einmal hier hin, einmal Alpaka. Einmal hell. Rein und Schafe. Haben wir doch auch noch. Dann würde ich... Ja. Gut. Der Kollege ist gerade auf dem Weg zu euch. Lustig wäre auch, wenn wir hier das Cutter-Gehege reinhängen würden, ne? Das wäre echt lustig. Ja, das wäre funny. Das will ich schon die ganze Zeit. Der Bock ist gestresst. Ihr macht das schon. Ihr macht das unter euch aus, okay? Wir machen hier noch einen einzelnen Arbeitsbereich. Einen neuen. Okay, das ist nicht schlimm. Arbeitsbereiche. Wir nennen dich einfach nur mal des Esels, des Rindes Esel. Da klopfen wir jetzt einfach mal einen Tierpfleger rein. Einen Arzt müssten wir noch über haben, oder? Ah, einen Tierarzt haben wir über. Und wie hauen wir da rein? Okay. Der sich wirklich nur noch darum kümmert. Oh, wir müssen noch was in diesen Arbeitsbereich reinschmeißen. Er kann ja in der Theorie. Zack. Kann man sich darum. Wenn ich jetzt nicht weiß, was ich noch für. Beste Anlaufstation überall hat. Nö, da aber hin. Falls mein Gebäude nicht frei ist. Guck mal, die ganzen Technikgebäude noch rein. Kommen wir gar nicht in die Bedouille zu sagen, hey, er kann ja gar nichts machen, weil er keine Gebäude betreten kann. Darf, soll. Mein Schwein ist verstorben. So, was sagen jetzt eigentlich meine Schweinis noch?
Jo, ich brauche unbedingt noch ein männliches Schwein. Stimmt, da war ja was. Haben wir was im Angebot? Nö. Vielleicht cut das noch im Angebot? So. Okay, wie weit sind wir? 14 mit 92. Das fehlen halt noch, ne? Okay, so hoch brauchen die gar nicht. Der Schutz. Kann ich hier... Nee, kann ich nichts aktivieren. Aber das würde ganz cool wirken, wenn wir echt wirklich hier lang gehen. Mich hier eventuell lang. Wir haben jetzt extra einen Mitarbeiter, der sich nur um euch kümmert. Ihr seid nämlich riesengroße Kackmaschinen. So. Alpakis, wo seid ihr? Alpakas sind fertig. Wir gehen jetzt nochmal auf die Timberwölfe ein. Viele Alpakas haben wir jetzt hier drin. Mehr als genug. Okay. Bin ich hier noch ein Alpaka, den ich mal anklicken kann? Ja. Gelände. Oha. Mehr Gras kurz. Auf jeden Fall. Sieht's eigentlich mit dem Springbock aus. Und fummel mal da mal rum. Ja, perfekt. Gelände. Oh, krass kurz. Hervorragend. Dann nehmen wir erstmal nur Rücksicht auf die hier. Dann fummeln wir hier mal ein bisschen Gras kurz rein. Ist viel zu viel Erde. Jo, perfekt. Machen wir es halt so. Jawohl, das läuft. Oh, Timberwolf. Gabelbock Alpha. Okay. Ja, es hat mal wieder viele Tiere, das muss man sich wieder um alles kümmern, ne? Will Bock. Okay. Das Zentrum. Habe ich denn noch genug Timberwölfe? Ja, du bist aber auch schon ein älteres Tier, aber ich habe noch ein junges Tier. Okay, Gehege. Ja, klappt das irgendwie bitte auf, danke. Dich haben wir leider noch nicht, aber du passt ja auch nicht ganz so rein. Eine Melone. Ja, Alpakas müssen jetzt... jawohl. Es läuft. Das Wohlbefinden der Tiere steigt.
Welche Tiere sind noch nicht so wohl befindet? Die Schildis. Was habe ich jetzt eigentlich schon an Tiere erforscht? So, Essen. 3, 3. Nix. Nix. 3. Okay. Na, Timmerwölfe sollten mal ein bisschen auf Reserve kaufen. Sind halt schwer zu züchten. Ja, im Lager kosten die halt kein Geld, ne? Okay, Schwein. Geh. Unfruchtbar, unfruchtbar, unfruchtbar. Ich brauche ein männliches Schwein. Das langsam mal dringend, ne? So, was sagen die Schafe? Nicht. Schafe wären auch ganz witzig, ne? Hier. Machen wir mal 2 männliche Schafe rein. Mal gucken, ob die sich vertragen. Nee, nicht hier. Nicht hier. Okay. Nochmal über die Ziegen schauen. Das ist anstrengend. Alles gerade nichts im Angebot, ne? Ich habe hier alles leer gekauft. Okay. Wir haben 2 Junge, ist okay. Was sagen die Springböcke? Denen geht es wahrscheinlich auch richtig gut. Wachsen, Außenseiter. Oberkeit. Hm. Mich wundert, dass hier die Sauberkeit so instant ist bei den Hühnern. Huhn. Du darfst dich generell nicht fortpflanzen. So, sortieren wir nochmal aus. Okay. Was sagen die blauen Pfauen? Ich weiß es nicht. Blauer V. Na komm. Solange hier nichts schwanger ist, sortieren wir erstmal aus. Da haben wir auch nur noch die goldenen drin. Ein Männchen. Ein sehr junges Männchen. Okay. Acker Sauberkeit. Neue Tiere sind im Angebot, wa? Nö. Nicht, dass wir das brauchen. Aber okay, wir müssen damit erstmal klarkommen. So. Wir werden jetzt grundlegend einfach mal dich nach vorne setzen. Und wir haben ja schon geguckt, wegen Cutters. 1,25 Meter bis über 1,25 Meter. Okay.
Tag. Ja, Katas sind halt auch einfach Tiere, die sich maximal schnell fortpflanzen. Ist da nicht auch ein... Na, mal gucken, vielleicht kann man ja das Gehege auch begehbar machen. Das ist gar nicht so direkt. Oh ja. Mal so kleine Ausbeulung rein. Ist ja eh bloß. Ist wohl jetzt schon groß genug. Das, was ich vorhabe. Aber ich möchte das einfach hier rum haben. Ich bin noch der Meinung, ich stemme auch nochmal extra einen ab. Dass wir die Leute noch ein bisschen mehr in diesem Zoo hier verteilen. Vielleicht hier in die Ecke. Back. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir werden ja runter auf 1,50. Wir werden gucken, ob wir 1,50 überall weit hinbekommen, aber dann mit Kletterschutz. Ich glaube, das könnte echt ganz cool wirken. Wenn wir nicht so einen hohen Zaun haben. So, jetzt ringsrum. Jawohl, alles hat dieselbe Höhe. Wo ist der niedrigste Punkt? Hinten. Hier vorne in dem Bereich machen wir 1,50. Gut. Mach jetzt mal ringsrum und jetzt Kletterschutz. Seite. Vielleicht reicht's ja. Vielleicht reicht es ja. Hier lassen wir jetzt einen Eingang rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.